So, guten Morgen aus dem neuen Camp. Ich mache jetzt mal ein paar Aufnahmen, nicht, dass ich hier wieder zu wenig Filmmaterial habe. Ja, aus Savodria machen wir den kleinen Abstecher nach Motovun. Und dann ging es weiter nach Pazin. Das ist im Hinterland von Kroatien. Und was wir da erlebt haben, seht ihr in diesem Video. Wir sind unterwegs mit dem Hund, mit der Familie auf unserer Lieblingsroute. Sei gerne mit dabei. Wir sind hier im Vita Mia Camp und das Ganze kann man über die Roadsurfer App buchen, ausschließlich. Hier ist der Zufahrtsweg und da hinten könnt ihr auch unsere Autos sehen. Da ist der, könnt ihr das sehen rechts? Hinter den Bäumen ist der Phoenix und ganz ein bisschen angedeutet sieht man weiß dann den Le Voyageur von uns. Und hier fährt man rein, asphaltierte Straße, Zufahrtsweg ist hier wirklich gar kein Thema. Hier ist dann die Einfahrt zum Camp. Hier oben ist sogar eine Hütte aufgebaut für Massagen. Ist alles super asphaltiert. Ihr habt hier genügend Plätze zum Orientieren, zum Parken und sich erstmal anzumelden. Hier sind auch kleine Mobilheime, Ferienhäuser aufgestellt. Da vorne ist die Rezeption. Hier ist die Anmeldung. Gibt es auch so ein kleines Board mit den Aktivitäten, die man hier machen kann. Von Reiten über Abenteuerpark, Boottouren, Wine Tasting und so weiter. Hier direkt nebenan sind dann so die Toiletten und Waschräume. Alles super modern, sauber. Hier ist die Dusche. Also einende Duschen, also alles tipptopp. Dann gibt es hier noch eine Pool-Area. Heute ist ein bisschen bedeckt, deswegen ist es schön leer. Da filme ich aber auch niemanden hier ungewollt. Jetzt noch runter zu den zum Kinderpool. Da haben unsere Jungs auch schon fleißig Fortschritte bei ihren Schwimmübungen gemacht und einfach so gespielt. Kann man drin stehen, 1,10 Meter glaube ich. Hier gibt es noch ein Volleyballfeld. Ja, da sind die Mobilheime auf der Seite und hier unten kann man jetzt unser Auto sogar sehen, weil jetzt ein paar Plätze frei geworden sind heute. Jetzt dann zu den Campingplätzen. Also richtig schön. So, es ist alles sehr liebevoll gemacht, ne? Wie man hier so in diesem Fahrrad sieht und wie die Wege angelegt sind. Hier oben gibt es noch eine kleine Bar. Habe ich gerade noch ein bisschen mit dem Besitzer hier geschnackt, mit seinem Vater. Und hier geht es dann runter, an den Pools vorbei. Da sieht man noch mal die Children's Area hier von der anderen Seite. Ja, und dann geht es zu den wunderbar angelegten Stellplätzen hier. Danny, der Besitzer, hat mir gerade erzählt, wir haben mehr als 2 Jahre gebraucht, das Ganze hier anzulegen. Und mussten viele Bäume roden und haben dann hier den alten Baumbestand, der noch da war, genutzt und so rund um die Bäume hier so ein bisschen geplant. Ja, und das ist wirklich ganz, ganz wundervoll hier. So, hier ist noch ein zweites Waschhaus. Hier werden die steht auch dran. Warmwasser ausschließlich über Solar geheizt hier oben. Und dann habt ihr hier die Grauwasserentsorgung. Kann man ganz gut dran fahren, auch Wänden hier. Ist genügend Platz. An den Stellplätzen selber gibt es immer eine eigene Wasserversorgung und Stromversorgung. Hier könnt ihr mal so eine Säule sehen. Ne? Ihr habt hier 4 Landstromanschlüsse und 2 Wasseranschlüsse. Heute Morgen jetzt gehe ich mit Elvis eine kurze Runde. Wir wollen dann ohne Kinder, also ich fahre mit Frank und Sandra von Wir sind Wegmann, zu einem Wasserfall, wo man auch, glaube ich, von 8-9 Meter Höhe da neben dem Wasserfall ins Wasser springen kann. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich mich das traue und ob wir das auch vielleicht gefilmt kriegen. Ja. Und deswegen bin ich jetzt heute Morgen mal
mit Alice schon mal hier allein unterwegs. Und ja, freue mich hier auf einen aufregenden Tag. Heute ist Pfingstmontag. Das heißt, ich werde mir auch den Tag komplett frei nehmen, was Arbeiten angeht. So, Freunde, ich habe mal wieder eine Fahrradtour gerade heute gestartet. Mit dem lieben Wegmanns. Mit Elektromotoren. Ich bin der Depp ohne. Und bin jetzt auch nicht gerade der super trainierteste, ne? Ich zeig euch mal eben die Situation. Da oben auf dem Hügel, könnt ihr das sehen? Die Stadt da hinten. Da sind wir komplett runter. Wir suchen jetzt hier den Wasserfall. Jetzt müssen wir hier noch runtersteigen. Und es ist schon ein bisschen abenteuerlich. Ich mach das mal ohne Video. So, jetzt müssen wir hier runter, so eine Schotterpiste. Schön mit Sandalen. Das ist das Schuhwerk. Wie sie es gehört. Ich bin sehr gespannt. Hier soll es einen schönen Wasserfall geben. Und wir gucken jetzt mal. Auf jeden Fall, hier sammelt sich das Wasser schön langsam. Und von hinten ist, glaube ich, der Flussparken. Irgendwo da oben stehen die Fahrräder. Dann gibt es hier so ein natürliches Becken. Das ist traumhaft. Und hier kann man nochmal alles in der schönsten Prachtschönheit sehen. Der eine ist schon gerade reingesprungen hier vorne, also es geht. Und man kann es überleben. Hat so, das er sah ja, easy aus. Hat er, das okay, aus. Hier, das ist jetzt auf Video, Frank. Sah easy aus. Das sah easy aus. Und? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das so easy mache. Ich überlege auch noch. So, hier nochmal der gesamte Panoramablick hier. Mega schön. Also, guck mal, da oben Wasserfall, da hinten sind Sandra und Frank, das ist richtig geil hier, man kann da hinten bis in die Höhle rein schwimmen, da bin ich runtergesprungen, zweimal, das sind bestimmt 10 Meter oder so, und unterm Wasserfall hergetaucht und reingetaucht sind wir, also ist ein mega schöner Platz hier. Hier nochmal ein Blick von der Seite. Auch dieses schöne Fleckchen Erde. Man sieht, jetzt wird es langsam voller. Also wenn ihr ein bisschen Ruhe haben wollt, kommt am Morgen hier hin. Und genießt ein ja, von Gott gebautes Schwimmbad. Nochmal vielen Dank, dass ihr E-Bikes gekauft habt. Ja. Und euer Sohn jetzt gerade bald Fahrrad hier hochbewegt. Weil ich hätte es nicht geschafft. Nee. Krasse Sache. Ja, es sieht. Geht hier so hoch. Guten Morgen. Ja, ich bin immer noch ganz beseelt von meinem Sprungerlebnis und wir haben dann gestern noch einen schönen, relaxten Tag am Pool hier gemacht und abends sind wir was essen gegangen mit den Kindern. Da gibt es eine schöne Pizzeria in der Nähe, wo es Pizza auf dem Steinofen gibt. Ja. Kann man auch zu Fuß hin hier von dem Camp aus. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir eventuell nochmal eine Nacht länger hier bleiben. Ja, wir wollen dann weiter nochmal Richtung Botnian. Vielleicht nochmal so eine Führung machen durch einen Olivenhain. Den Kindern zeigen, wie man Olivenöl herstellt. Ist ja auch Lernzeit sozusagen. Ne? Man kann das ja angenehm mit dem Nützlichen verbinden.
und vielleicht so ein Tasting nochmal machen. Und auch hier in der Gegend, hier rund um Pasin, gibt es jede Menge zum Anschauen. Ich habe ja festgestellt, dass meine Mountainbike-Fähigkeiten noch nicht ausreichen, ohne elektrische Unterstützung hier. Ja, das muss man jetzt einfach mal schauen. Man kann sich aber hier übrigens, wenn ihr keine habt, hier unten in der Stadt in Pasin, gibt es so Stationen, da könnt ihr euch einfach mit einer App, glaube ich, so ein Fahrrad mitnehmen, ein Elektro-Mountainbike. Und dann kommt man hier in der Gegend sehr, sehr gut zurecht. Links, aber die haben eine ganz weiche Schuhe. Ja, hier bei einem Weingut. Und der Elias hat hier die Esel entdeckt, der begleitet mich nämlich heute. Wir wollen hier morgen mal eine Weinprobe machen. Ja, und der Elvis ist auch ganz aufgeregt. Elvis, so viel zu gucken, hä? So, heute gönnen wir uns noch mal eine Weinprobe, ne? Meine Frau ist schon betrunken. Dankeschön. So, Frank. Geht das schon wieder los, ne? Jetzt geht schon wieder los, da kommt schon der zweite. Ah, super. So. Ich kaufe Elvis. Elvis kriegt auch ein Eis. Heute ist Eiszeit. Vorsicht, Schatz. Bisschen wild. Scheint sehr zu schmecken. So, der erwartete Regentag, Leute. Und der Elvis ist kein Regenhund. Er findet's richtig scheiße. Tja, aber muss trotzdem raus. Und wir haben ja bewusst hier den Tag noch verlängert. Weil wir uns gedacht haben, wir stehen hier gut. Fester Untergrund und gut angelegter Platz und so. Und machen wir es uns heute noch gemütlich. Ich kann noch was arbeiten und dann geht's morgen mit besserem Wetter hoffentlich weiter zur nächsten Station. Und da werden wir uns noch mal mindestens eine Nacht auf einem Weingut rumtreiben. Wir haben ja gestern Abend auch eine schöne kleine Weinprobe gemacht. Ja, und was wir danach machen, wissen wir noch gar nicht. Das müssen wir heute erstmal besprechen. Ja, so ist der Plan. So sieht's aus. Und ich laufe jetzt hier mal durch den Regen. Ja, unsere ganzen Aufbauten haben wir übrigens gestern schon reingebracht, weil wir gedacht haben, wir wollen die Markise trocken einfahren und ganzen Außenmöbel und so ist alles schon eingepackt, bis auf zwei Stühle. Die liegen hier noch unterm Auto. Die muss ich noch wegräumen. Das könnte ich eigentlich jetzt mal machen, denn jetzt haben wir gerade eine Regenpause. Ja, mache ich doch mal mit euch. Mal die Klappe auf. Wie sieht's aus? Ui. Warum steht hier noch eine Gasflasche? Ja, das muss ich auch noch erzählen. Wir hatten eigentlich vor dem Stopp hier zu einer Tankstelle zu fahren, um Gas zu tanken. Haben wir nicht gemacht. Wir dachten, wir kommen vielleicht noch aus. Aber Pustekuchen, der Kühlschrank hat heute Nacht gepiept. Gas war leer und wir haben jetzt uns erstmal noch eine kleine Gasflasche von Frank geliehen, mit der er immer den Grill betreibt. Wir wussten aber auch, hat er uns angeboten, dass er zur Not noch, steht sie schon drin, dass er zur Not noch eine größere Flasche am Start hat. Ja, und jetzt müssen wir morgen mal alles nachfüllen. Und bin gespannt, ob unser Adapter-Set funktioniert hier an der kroatischen Tankstelle. Das werden wir sicherlich auch dann berichten. Ja, mein Fazit hier zu diesem Stellplatz. Ich meine, wir haben jetzt zweimal verlängert. Das ist eigentlich schon ein Fazit genug. Mega schöner Platz. Wir waren jetzt quasi noch außerhalb der Saison, haben jetzt hier zwischen 25 und knapp 30 Euro bezahlt. Inklusive Strom und Wasser und Nutzung aller Kapazitäten hier, Swimmingpool und so weiter. Uns hat es hier mega gut gefallen. Wir würden jederzeit wiederkommen und ich verlinke das auch alles mal hier. Also das Vita Mia Camp beim Gastgeber Danny hier kann ich sehr empfehlen. Schaut da gerne mal vorbei. Hey, schön, dass du dabei warst.
Ja, wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Lass gerne auch ein Abo hier. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.